Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Schönbau Let's Play. Ja, wir bauen uns eine tolle Welt, die wir auch ja in Rollenspielmanier erkunden können, Sachen entdecken können, jo, gegen Monster kämpfen und so weiter. Und wo sind denn die Monster? Wo sind die Monster? Da, ein Zombie. Ich habe einen Zombie gesehen. Hier. Ja, schauen wir mal, was da im Ding ist. Im Abonnenten. Kann es immer noch nicht aussprechen. Ah ja, der gute Starter, die habt ihr schon hier. Ja, Abonnement Portal, genau. Also das zerstörte, kaputtgegangene Portal. Genau. So, ich habe mir schon gedacht, ein bisschen, was ich alles bauen werde. Ich habe es ja auch im ersten Part ein bisschen gesagt. Wir werden das Zelt da oben ein bisschen umbauen. Wir werden, ja, das Schiff kann eigentlich so bleiben. Es ist einfach ein bisschen klein geraten. Und ich denke einfach, wir sind immer wieder, also es, die Helden sind immer wieder hierher gebracht worden, nacheinander. Und jo, wir haben gerade von den Japanern, haben wir gesagt, das sind einfach asiatische Völker, so ein bisschen gerettet. Und deshalb müssen wir hier oben vielleicht so einen brennenden Turm bauen oder so. Ein Leuchtturm oder so. Also ich versuche es jetzt einfach mal ein bisschen abzubauen. Wir brauchen nämlich noch das andere Schwarz. Ja, genau. Es gibt es. War ich nicht mehr so sicher. Aber es gibt es noch. So. Ja, ich bin immer noch nicht fit. Tut mir leid, dass er das auch so lange gegangen ist. Also hier mache ich ein bisschen offen. Gleich gegen hier drüben dann oben offen. So. Also gegen oben offen irgendwie. Lass ich gleich mal ein bisschen schauen noch. Wie wir das machen. Auf der Seite eben offen, also keine Ecken. So. Und so sieht's. Ja, genau. So, ich dachte an hier dann anfangen mit den Steinen, Schwarzsteinen, genau so. Also perfektioniert habe ich es natürlich noch nicht. Aber ich möchte eben das eigentlich so schnell wie möglich lernen. Ihr müsst mir einfach sagen, was genau ich anders machen soll, dann mache ich es auch anders. Ist das hier so? Ja. Okay. Aber ich kenne viele Sachen, also von so Dekorationen, so natürliche Dekorationen und so gewisse, wie soll man dem? Ah, ich habe eins zu weit außen. Ich will es ja ran machen. Okay, ich habe es ein bisschen falsch gemacht. So. Nur richtig machen, Drago, nicht falsch. Man muss es nur treffen. So, wenn man wieder drin ist im Bauen, dann ist es wieder leichter, da immer alles ja, richtig abzumessen. Also, ich möchte das so machen, dass es aussieht wie so umgekehrte Dächer, weil es ist ja
bösartig, das ist ein bisschen anders. Das Wasser muss nicht abfließen, das Wasser muss nerven. Okay. Machen wir das noch richtig hier. So, sollen wir oben auch noch? Nein, ich will oben sowieso noch schauen wegen den Mauern. Da möchte ich gerne. Ja, ich die nehmen. Wenn es denn gut aus. Sieht leider nicht so gut aus, weil es einfach zu nah dran ist. Das ist eigentlich, wenn man hier unten. Ich mache immer zu weit. Bisschen Konzentration trage. Das ist einfach nicht gerade so leicht. Weil ich natürlich nicht jeden Tag Minecraft spiele. Hey, ist doch so. Okay. So sieht es eigentlich besser aus. Nee, es sieht nicht besser aus. Okay. Immer schön schauen, ob es gut aussieht oder ob es nicht gut aussieht. Dann müssen wir vielleicht hier auch noch irgendwie. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Yay, ich habe etwas gefunden, was gut aussieht. Yay. Genau, hier ist eins zu weit. Weil es hier zwei sind, weil hier eigentlich einer fehlt. Jetzt bin ich nicht ganz sicher. Ist wirklich in der Ecke, also dann. Hä? Weil hier einer fehlt. Nee. Ach, Drago, was hast du hier gebaut? Also hier ist einfach eines zu weit. 4, 2. So, und dann der weg. Jetzt ist es richtig. Also können wir hier einen entfernen. Und hier ist es auch. Okay, jetzt stimmt es. Da wirklich. Nein. So. Und hier eigentlich irgendwie zusammen, wenn wir hier außen nehmen, sieht es bulkig aus. Wenn wir hier hinten nehmen. Nein. Sieht geil aus. Jetzt muss ich gleich mal noch kurz schauen. Hä? So. Ja, es ist einfach hier zu viel. Da soll es in die falsche Richtung. Das ist einfach, weil das Zelt wahrscheinlich da noch falsch war. Genau. Und hier vorne sind es drei. So muss ich das hier einmal nach vorne setzen. Nein, geht ja nicht mehr. Es ist nicht gerade, es ist nicht gerade. Wenn ich an einem runden Turm Probleme bekomme,
So mit Schiffen bzw. mit geraden Häusern habe ich nie Probleme. Aber runde Häuser mit eckigen Wänden, da fehlt es mir einfach an Übersicht. Also da geht es eins rein. Da muss ich hier auch eins reingehen. So. 2, 1. Hier ist 2. Dann ist einfach das hier nicht richtig. So, hier ist sowieso offen. 1 rein und hier auch weg. So, dann haben wir das hier. Und auch wieder 1 hoch. So. Nein. Gut. Dann stimmt alles wieder. So. Und jetzt geht's weiter. Also hier hoch. Der Mitte anlasst. Also hier geht's hoch. Dann geht's hier, denke ich, wieder rein. Oder noch eins hoch. Nein. Ist ja auch ziemlich neu. Seit wann gibt es diese Schwarzeichen? Seit dem Netto-Update und das war 1.15 oder 1.16. Genau weiß ich es nicht mehr. Aber jo, ich bin natürlich sehr lange auf 1.12 hängen geblieben, weil es da immer coole Modpacks gab. Jetzt mit 1.20 gibt es übrigens auch wieder coole Modpacks. Es funktionieren aber nicht alle so richtig gut perfekt. Also es haben manche Ruckler, manche Abstürze, Fehlercode 1 und so Sachen. Da bin ich auch am Ausprobieren, welches Modpack soll ich denn als ja, Survival Let's Play nehmen. Das will ich unbedingt machen. Jo. Ich denke, ich mache mal hier. Ist ein richtig spezieller Turm. Ich wollte heute in dieser Folge auch noch mal Dekoration machen. Aber nicht immer das Gleiche. Nehmen wir das hier weg. Und das hier. Gut, dann machen wir hier die Wände zu. Und wo kommen wir hoch? Hier vorne kommen wir hoch. Da muss ich unbedingt mal kurz ein bisschen markieren, wo ich denn vielleicht im nächsten Part mal den Weg hoch machen möchte. Ja, ich möchte am Weg so Laternen machen. Die einfach vom Hafen aus zu sehen sind gut. Und da muss man das natürlich so machen, dass man eigentlich den Weg so gut wie möglich hier runterkriegt. Dass man nicht den ganzen Weg so sieht. Ja, einfach hier nicht. Aber hier könnten wir auch noch etwas machen, Spezielles. Und ich dachte an hier ein paar so
Brustkorb. Wie heißen die Brustkorb? Rippen, genau, Rippen. So. Weiß es nicht, was es sein soll. Ein Wal oder so. Aber es soll ja zeigen, dass die Untoten hier hinkamen und hier mal alles ein bisschen erobert haben. Ich denke, sie sind weitergezogen in die Richtung, haben das Dorf dort, kein Zoom, erobert, aber hier oben haben sie nicht erobert und auf der anderen Seite auch nicht. Und ja, die Japaner sind hier hingekommen, um uns zu retten, damit sie natürlich mehr Kriege haben und so. Und wir müssen dann ja immer wieder zu den Bösen und wieder zu den Guten laufen. Also ja, alles erobern natürlich, wieder zurückerobern. Und so weiter. Also hier machen wir mal. Ja, wie geht das jetzt? Also hier geht's rein. Dann machen wir eine Wendeltreppe, wenn das geht noch. Ja, hier geht's nicht. Weiß nicht, ob ihr das gut findet, wenn es so eng ist, aber es muss fast so eng sein. So, dann muss man irgendwie noch weiter hochkommen, also hier oben. Ja, und dann ist da wieder was im Weg. Soll ja so wild wie möglich aussehen. So weit oben. Und dann haben wir das Problem, dass wir hier den Kopf anschlagen. Es würde gehen. Oder sollen wir außen herum gehen? Nein. Minecraft und ihre Platzprobleme. Und hier geht's auch nicht. Also das können wir vergessen, hier weiter hochzukommen. Also hier kommen wir raus. Nein. Sieht sicher besonders schön aus. Weil ich es schon jetzt weiß, dass es irgendwie hässlich aussieht. Sieht fast zu gerade aus. Nee, sieht geil aus. Es sieht geil aus, aber hier unten müssen wir noch irgendwie. Ich lasse es genau so, wie es jetzt ist. Sieht nur von oben ein bisschen schief aus. Also machen wir das mal so.
So. Es ist fast ein bisschen zu gerade hier. Es sieht gut aus, aber es ist zu gerade. Ich will es auch. Ich weiß nicht wie, aber hier muss die Dekoration wieder weitergehen. Ich bin überrascht, wie einfach man irgendwas einfach ohne zu denken bauen kann und es sieht schön aus. Aber dafür, jo, muss man noch nachjustieren, weil es einfach manchmal nicht aufgeht, so mit den Blöcken, es ist nicht synchron oder es soll asynchron sein und man kann es nicht so schnell asynchron machen. Es ist immer so eine Sache, dass Bauen immer sehr viel aufwendiger ist, dass man einfach denkt. Es macht dafür aber auch sehr viel Spaß. So, und jetzt muss ich wieder ein bisschen breiter werden. Und wie werde ich breiter? Indem ich einfach. Ach, die Blöcke sind so doof, dass man die nicht einfach so hinstellen kann, wie man gerade schaut, sondern immer halt doch noch unten anliegende Blöcke haben muss, weil sie sich automatisch seitwärts bewegen. So. Jetzt ist der Block jetzt so seitwärts geworden. Yeah. Ich vergesse irgendwie immer etwas kurz. So, wenn wir hier sind, dann müssen wir eigentlich hier hin. Weil hier die Säule weitergeht. Genau, und hier ist die Treppe. Also, dann weiter hoch. Jetzt muss ich gleich mal kurz auf die Uhr schauen. 23. 23 Minuten schaffen wir das noch fertig, ja. Sieht noch nicht ganz so mittelalterlich aus oder fantasyhaft. Sieht eher so ein bisschen modern aus. Aber das ändert sich dann mit den Ketten und alles Mögliche schon ins Gute. So. Überall muss man diese blöden Blöcke darunter stellen. Ich hoffe, ich vergesse nicht irgendwo. Wir haben davor Blöcke schon kaputt macht. Wieso ist es seitwärts? Hier wollte ich gar nicht seitwärts. So. Ich will hier zeigen, dass die Blöcke Knochen sind, oder das Knochenmark sozusagen. Wie macht man das jetzt? So. Das ist schon fast eine Festung. Hier geht's auch nicht.
Fällt mir dazwischen. Also hier geht's nicht hoch. Also hier. Ja, sieht schon viel besser aus. Das haben die Skelette in kürzester Zeit aufgebaut. Die haben ja keine 8-Stunden-Tage, oder? Arbeitstage. Nee, nee, die müssen 24 Stunden arbeiten. Es sind ja Skelette. Es sind dumme Skelette, die herumstehen. Als würden sie irgendjemanden suchen, der gerade herumdackelt. Also. Ich denke, wir machen das mal so. Ja, im nächsten, nein, nicht im nächsten, aber werde so schnell wie möglich wieder gesund sein. Dann geht es auch wieder ein bisschen besser mit meiner Stimme. Genau. So ist das gut. Ja. Sieht gut aus. Es sieht besser aus, als ich vor dem Part gedacht habe. Da ist also einer falsch. Das geht auch noch. Es wird ein bisschen komplizierter gerade. Kann immerhin sehen, wo ein falscher Block ist. Also es sieht so aus, dass ich keinen vergessen habe, irgendwo wegzumachen. Hier bin ich nicht sicher, wie das aussieht. Nö. Sieht einfach komisch aus. So, weiß, ob das ein falsch ist. Sonst eben die Ketten kommen noch. Also ich kann jetzt die Ketten noch nicht holen. Also hier ist es ja breiter. Hier muss noch ein Dach hin. Und hier außen mache ich jetzt mal keine schwarzen Blöcke. Sieht aus wie eine Krone. Hier fehlt noch einer. Es sieht schon viel besser aus. Jetzt kommen die Ketten. Heißen die Ketten? Ja, sie heißen Ketten, weil Ketten Ketten sind. Hier mache ich mal eins hin. Hier, nein, hier. Hier und hier und hier. Und hier mache ich mal keine. Und dann mache ich hier keine, weil es hier auch ein bisschen weg ist. Dafür von unten nach oben. Sind es schon zu viele Ketten? Mal kurz etwas schauen, ja. So. Dann möchte ich hier auch eine Kette haben. Und hier mache ich hier Ketten. Moment kurz. Hier habe ich mehrere Mauern noch vergessen. Hier mache ich mal eins tiefer. Nein, ich mache eine Kette. Ich werde gleich noch sehen, was. Und hier mache ich eins tiefer, eine Kette. Genau. Und hier mache ich zwei Ketten. Nein, diese Kette ist nicht gut. Ich mache zwei Ketten. So, dann möchte ich aber auch noch eine Laterne. Nämlich eine Seelenlaterne. Die haben kein richtiges Feuer. Die sind blöde. Hallo, Zombies.
die haben nur Seelenlaternen. Das sieht gut aus. Und hier sowieso bei der Treppe muss eine Fackel sein. Hier ist sie ja verboten. Hier unten ist wieder eine Fackel. Nein. Nötig. Ja, machen wir hier auch noch eine. Oder wir machen sie so. Ohne Kette. Dann hier oben machen wir einfach mal so random Fackeln. Das sieht auch sehr speziell gut aus. Hier können wir eigentlich ketten. Geht das? Sieht das gut aus? Es sieht speziell aus. Ich sage jetzt mal, jo, das ist realistisch. Das ist realistisch. Ach komm. Jo. So, dann muss aber unbedingt noch irgendwas anderes Banner müssen natürlich hin. Da muss ich ja da noch schauen, wie sie aussehen. Die Skelettbanner. Ich tue mal graues Banner nehmen. Was haben wir eigentlich unten bei den Schiffen? Einfach schwarze Banner hingestellt? Ne, gar keine Banner. Jo. Ich kann es jetzt halt wirklich noch nicht sagen. Genau, um Kerzen. Ihn auch. Das waren, glaube ich, türkische Kerzen. Das sind hellblaue Kerzen. Make a random. Da geht nirgendwo eine Fackel. So, und dann kommt das Dach hin. Das war einfach. Da machen wir es auch so ein bisschen. Und dann noch einmal weiter runter. Sieht mir ein bisschen zu steil aus oder zu wenig steil. Nee. Ach, wieso geht das immer falsch?
So. Ja, oben ist es irgendwie zu weiß. Es gibt ja die Blöcke. Schwarz. Schwarz. So, jetzt einfach mal alle Blöcke, die auf der Ecke sind, noch ersetzen. Und hier unten auch noch. Die einfach. Ja, können wir. Ist irgendwo ein NPC-Ding? Villager? Oder ein NPC? Hä? Hört ihr? Ah, doch. Ein Wandering Trader. Hallo. Aha. Hä? Der ist unsichtbar hier, aber wir sehen ihn. Und er läuft einfach hier rum. Aber ist eigentlich hier? Okay. Pozol. Das würde ich gerne kaufen. Ich weiß nicht, ob er Pozol möchte ich gerne als Dekoration im Survival haben. So, jetzt möchte ich etwas wissen. Wenn hier ein großer Baum ist, ich muss ja nicht eingeben, ist dann hier unten ein Schacht? Ist hier ein Minenschacht? Ja, es ist ein Minenschacht, aber nicht direkt, aber indirekt. Also immer, also nicht immer, aber meistens, wenn ein großer Baum irgendwo ist, vom World Generator gemacht, ist unten drunter ein Minenschacht. So. Wie unter den Schneebergen meistens ein ja, Warden City ist. Also ich bin ein bisschen stolz, aber perfekt ist es natürlich noch lange nicht. Es fehlen noch ein paar Dekorationen wie Säulen. Gibt es nur die zwei. Schwarz. Es gibt wirklich keine. Ja, dann nehme ich die gemeißelten Blöcke. Und zwar. Wenn wir die nebeneinander. Ja, wir müssen es machen. Die kann man eben wenigstens nicht falsch anordnen. Nur falsch setzen. So. Also ihr dürft gerne mir Sachen sagen, wo ihr nicht schön findet, wo ihr nicht gut findet. Nee, es passt nicht so. Vielleicht hier oben. Nein! Die arme Laterne. Die Kerzen bleiben, ja, ist klar. So, und dann machen wir hier oben einfach noch ein Lager. Na, geht ja nicht. Ah ja, noch anzünden, stimmt. Anzünden die Kerzen. Also nicht alle, aber diejenigen, die es verdient haben. Wenn schon vier sind, dann muss es natürlich auch brennen. Die auch drei. So, zwei bekommen es auch noch über.
Ja, und hier machen wir noch. Oh, jetzt schon 40 Minuten. Hier machen wir noch so zu. Das ist auch cool, wenn das einfach so ein bisschen noch runterhängt. Weil hier noch ein Banner hinkommt. So, hier machen wir noch ein Banner. Und hier unten. So. Ist doch ein schöner Turm. Ich weiß jetzt nicht, was ich besser machen könnte. Also ab in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Ich werde mal ausprobieren im nächsten Part, wie das aussieht mit einer bestimmten Farbe. Wahrscheinlich Türkis. Wir haben ja nie irgendwo Wasser, genau. Einfach mal ein türkiser Weg machen. Und dann diese Knochen. So, und dann dekorieren wir einfach mal um den Weg. Und hierhin wollten wir ja eben dieses erste Grenzdorf machen. Das muss natürlich ein bisschen verfestigt werden. Also müssen wir eigentlich hier hoch, ja. Weil hier haben wir die schöne Gegend. Also machen wir hier noch einen schönen Weg hoch. Was bist denn du? Eine Hexe. Oh, habe ich gar nicht mal so direkt gesehen. Hier machen wir einen Kiesweg oder ein. Ne, da unten war ja früher der Menschen oder der Asiatenhafen. Deshalb machen wir einen schönen Kiesweg. Ich finde wieder nichts. Oder seltsamer Kies. Nee, es passt nicht so zu einem Weg. Ich mach das jetzt nur kurz, schnell, damit ich das im nächsten Part noch weiß. Weil jetzt kommen immer ein paar Let's Play Parts noch dazwischen. Und ich mache das immer wie häufiger, wenn ich wieder gesund bin, oder? So. Gut. Das sieht geil aus. Also da hat man richtig Bock anzufangen. Zu den Menschen auch kommen. Zu den Asiaten. So, also, dann war es wieder ein schöner Part. Ich bin eben jetzt gerade nicht so gesund. Ich kann jetzt nicht so viele Parts machen, weil das auch immer intensiv oder Nachdenken ist vor allem im Part dann drin, oder? Ich kann etwas vorplanen, aber ich kann nicht sagen, wie es dann aussieht und was man machen muss. Dieser Turm zeigt einfach jetzt, jo, die Untoten, die haben keine Probleme mit Arbeitsschichten, mit Bezahlung und alles Mögliche. Und die Asiaten müssen sich warm ansehen. Aber wir haben ja die Helden. Und einer der Helden seid ihr. Und werden mit vier oder fünf anderen dann zusammen ein bisschen Spaß haben. Die werden für euch immer Geschichten und Tagebücher und so schreiben. Und was wir hier raus machen, das dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Sieht das wie ein Herz oder so? Wie ein Alien? Wie ein Zombie? Jo, jetzt noch ganz am Schluss noch Skelett. Das können wir eigentlich hier ganz oben hinstellen. Aber nicht ganz oben, sondern sind schräg. Und hier machen wir es. Geht ja nicht gut. So. Auch schön. Sehr gut. Sieht schon ein bisschen untotenhaft aus. Und wie habe ich es hier? Habe ich hier nichts gemacht? Habe ich noch vergessen. Das ist auch wichtig. So. Die Galionsfigur.
Okay, prima. Also das nächste Mal im Regen den Weg bauen und die schönen Dekorationen. Was wir noch machen, weiß ich nicht, aber ja, ich mache die Parts extra ein bisschen länger. Gut, dann Dankeschön, bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler mit hoffentlich bald besserer Stimme. Tschüss!